Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, ich darf bei einer deiner letzten Aussagen anschließen. Natürlich ist wichtig, dass es schnell geht, aber noch viel wichtiger ist, dass es auch richtig geht. Und bei aller Bescheidenheit, ich hoffe nicht, dass ein Konzern so geführt wird, weil dann habe ich Angst um das Unternehmen. Gott sei Dank ist es ein öffentlicher, dass es mit öffentlichen Mitteln gespeist wird. Somit ist ja eigentlich eine Insolvenz fast ausgeschlossen. Ich komme zurück auf deine Eingang des heutigen Tages beginnenden Worte, auch dann einmal mittendrin verfasst, wo du gesagt hast, ist der Appell eben, dass man konstruktiv und ein guter Nährboden und so weiter ist. Über deine Verteidigungsstrategie, leider Gottes, wie ich auch repliziert von der Frau Klubobfrau denkt, dann sehe ich, dass es nicht ein Nährboden ist für gute Arbeit, sondern eher ein Nährboden bald von verbrannter Erde. Du ziehst wieder heraus den Patrick Hofl, ich weiß, den kann man noch 5-mal herausziehen, noch 10-mal. Wenn er bei 85 km/h steht, werde ich nächste Mal sicher bei 85 km/h sicher viele Besucher auf deinen Bänken sehen. Die anderen sagen, man soll nach Hause gehen und sich schützen. Ich weiß auch nicht, ich habe deine Worte auch nie gehört, wenn auf der Mutteralm das verkauft wird an Ausländern, die davor sechsstellige Minusbeträge machen. Da waren deine Worte, dein kaufmännisches Verständnis habe ich da leider Gottes auch vermisst. Also ich weiß nicht, wenn man mit einem Stillstand von 85 km/h sagt, ich setze mich auf eine Bank, die Leute sagen, fang die doch schützen und nicht, dass ein Baum vielleicht auf den Kopf fällt. Weil ich glaube auch, der geistige Horizont, ein Sprichwort besagt ja, dass der geistige Horizont der Abstand zwischen Brett und Hirn ist, dass das natürlich auch sehr wichtig ist. Der Bericht des Kontrollamtes, jetzt lasse ich mal diesen monetären Betrag von die 6.000 Euro weg, aber es geht um das Prinzip, es geht um die Handlungsweise, nicht um mehr und weniger. Und wenn es in dem Kleinen nicht so funktioniert, wie soll man dann jemals das große Kulturquartier und andere große Dinge umsetzen, da schwant man nämlich auch nichts Gutes. Ich fange an, ursprünglich haben wir schon allein die Chronologie, die macht mir ja außer wütend bald nichts. Es wurde von dem Verein Wir für Innsbruck angesucht, es ist dann unter Allfälliges beim Wirtschaftsausschuss passiert, dass die eine Subvention wollen. Dann ist der Vorschlag gekommen, es wäre doch gescheiter, das auf breite Basis zu stellen, dass die auch mit dem dort, gibt es einen zweiten Verein, dass die gemeinsam dort ein Projekt mit anbrücken, dass man das ganze Avenue da drüben könnte entwickeln, was ja absolut einen Charme hätte. Man verwehrt sich ja nicht da, und wenn das eine bessere Bespielung, eine bessere Frequenz, eine höhere Aufwand, dagegen gibt es ja nichts. Nur dem war dann nicht so. Dann ist der zweite Schritt gekommen, bevor dann der Wirtschaftsausschuss tatsächlich auf der Tagesordnung den Punkt gehabt hat, war schon das Ansuchen da an das Büro des Bürgermeisters, dort diese zu unterstützen. So, das heißt, das hat jetzt da nicht so gleich direkt funktioniert, dann muss man natürlich selbstverständlich sofort über den Bypass versuchen, weil da hat man vielleicht einen besseren Draht hin, da braucht man sich nicht so lange rechtfertigen. Und dann hat es auch relativ schnell diese Zusage über zweimal, nicht 6.000, sondern zweimal 3.000 Euro. Warum 3.000 Euro? Weil die Grenze, die was der Herr Bürgermeister kann aus seinen Verfügungsvermitteln pro Einzelfall vergeben, mit maximal 3.000 limitiert ist, 10.000 sind wir dann im Stadtsenat. Deswegen hat es schon einmal eine Rechnungssplittung gegeben. Man kann natürlich auch sagen, man ist sehr kreativ in der Handhabung, aber wir sind ja ein Betrieb mit hoher Transparenz, was ja du immer auch sagst. Jedenfalls sind dann 2x3.000 Euro, bevor sie geflossen sind, hat es natürlich eine Rechnung gegeben. Einmal über die 3.000 Euro eines Ankaufes und einmal tatsächlich über die Produktion. Wenn ich sage, ich kaufe mir was, dann impliziert es auch einen Besitzwechsel. Das ist ja nicht der Fall, sondern die Stadt hat 3.000 angekauft, Eigentum bleibt beim Verein. Dann hat man 3.000 bezahlt für die Produktion. Das heißt, wenn ich mir ein Auto kaufe um 35.000 Euro, dann bestelle ich das Auto, dann kaufe ich es,
Und dann zahle ich nochmal 35.000, damit es auch dankenswerter produziert wird. Das heißt, über Auto dann um 70.000, wo ich nach 35 gut zahle. Also diese Splitting, was da hier passiert, das bedeutet nicht alle bitte für Narren den ganzen Haufen da herinnen verkaufen. Da sitzen Leute, die man einen Kopf aufwahren, wo es rein ist und nicht gleich Stroh. Also bitte hört mal endlich mit den Sachen aus. Dann ein Rechenbeispiel. Gell? Ja, wie ihr wisst, habe ich auch mit Brettern zu tun. Gell? Das ist jetzt der geistige Abstand, was ich schon gesagt habe. Es steht drinnen 1,6 Quadratmeter Dreischichtplatte. Ich habe eine durchschnittliche Platten hergenommen. Es gibt unterschiedliche Qualitäten. Man möchte jetzt nicht ins Detail gehen. Eine Dreischichtplatte, in welche ausgeführt, den Bericht zu entnehmen. 1,6 Quadratmeter pro Bank, 14 Stück. Wir haben ja Leute zwei gekauft. 2x2, 14 Stück sind 22,4 Quadratmeter. Bei mir kriegt er das, gell? Ich schenke es jetzt auch nicht her, weil, wie gesagt, ich muss auch schauen, dass ich was verdiene. Und dann komme ich auf inklusive Mehrwertsteuer für 14 Bänke reine Materialkosten auf 1.100 Euro, wohlgemerkt inklusive Mehrwertsteuer, weil wir wissen, dass die Kommune nicht vorsteuerabzugsfähig ist. Außerdem hat es wieder vielleicht umgeleitet auf andere Gesellschaft, war wieder was anderes gewesen. Auf jeden Fall habe ich jetzt 1.100 Euro Materialkosten zu 6.000 Verfügungsmittel. Also ich glaube sogar, dass wir alle 14 Bänke mittlerweile bezahlt haben, weil da kriege ich weil die Arbeit, ja, die muss man noch machen. Allerdings, der Verein, was das angesucht hat, der hat es auch produziert. Das heißt, das ist Gott sei Dank, bleibt es in der ganzen Familie. Also, wir haben es bezahlt, das Eigentum bleibt beim Verein, die Haftung haben wir übernommen. Dann wurde angesucht für die Grundüberlassung. Da brauchst du natürlich auch am Ende des Tages einen Bescheid. Auch diese Kosten hat Gott sei Dank natürlich die Stadt übernommen. Ja. Also, wir übernehmen eigentlich alles, Gott sei Dank. Das ist ja auch eine gute Sache. So, dann geht es nicht, ob deine Büroleiterin de facto die Überweisung durchführt. Um die Tätigkeit geht es nicht. Es geht, dass es zwischen dem Beleg, was eh schon x-mal gesagt worden ist, und dem, dass es dann durchgeführt ist, deine Paraffe drauf ist. Anders funktioniert das nicht. Das sage nicht ich, das sage gar nicht das Kontrollamt, sondern das ist geltendes Recht und an das hat sich, ob das ein kleiner Betrag ist oder ein großer, auch zu halten. Dann ist die Rechnung, ist im Dezember erfolgt, somit auch die Zahlung. Produziert ist im nächsten Jahr drauf worden. Das heißt, wir bezahlen jetzt schon Geld für keine erbrachte Leistung. Fürs Finanzamt stellt sich das jetzt für mich wieder dar. Normal muss ich Leistungserbringung haben und dann Rechnung. Außer man macht eine Anzahlung. In dem Fall war es ja keine Anzahlung. Also auch die Reihenfolge. Jetzt reden wir von 6.000 Euro. Danach machen wir Millionenprojekte. Allerdings können wir die nicht machen, weil wir bis dato noch keine gemacht haben. Deswegen stellt sich die Frage, deswegen diskutieren wir wahrscheinlich jetzt über diese 6.000 Euro. Und weil du ja auch immer sagst, bei anderen Projekten, ganz ausschlaggebend bei der Sache, war der Zeitdruck. Hier darf ich Folgendes zitieren aus dem Kontrollamtsbericht. Die Leiterin des Büro des Bürgermeisters erwähnte gegenüber der Dienstnehmerin des Referates Liegenschaftsangelegenheiten in diesem Zusammenhang, dass das Projekt auf Initiative aus dem Büro des Bürgermeisters und dem Büro der damaligen Vizebürgermeisterin zurückgeht. Der Zeitplan sah demnach vor, dass rasch 6 Sitzplätze aufgestellt werden sollen und Anfang 2021, passiert ist das alles nur 2020, die restlichen Bänke. Also der Zeitdruck hat wahrscheinlich das Ganze verteuert. Überhastet hat man Rechnungen bezahlt. Ich tue mir sehr schwer. Auch dass die Straßenverwaltung, Behindertenbeauftragte und städteplanerische Hinweise waren, einfach gesagt haben, so wird es nicht gehen. Und ein weiteres Zitat, damit wir auch das Ganze trotzdem noch auf rechtliche Füße stellen können. Weil ja eine eigenständige Beauftragung einer Abteilung, eines Amtes oder eines Referates durch die Stabsstelle, Büro des Bürgermeisters, sowie die Übertragung von Kompetenzen an das Büro des Bürgermeisters, welche dem Bürgermeister als Organ zufallen, ist weder aus der MGO, Magistratsordnung, noch aus dem Stadtrecht ableitbar.
Ich frage mich leid, wie gesagt, wir reden von 6.000 Euro. Es ist eine Anhäufung von sehr vielen Dingen, die einfach nicht rund, richtig, vielleicht schnell, wie du gesagt hast, aber nicht richtig laufen. Und ein letzter Punkt noch dazu, es wird nämlich auch erwähnt, wenn, und das haben Dienststellen der Stadt Innsbruck, das Subventionsansuchen abgelehnt. Kausal darf dann auch keine Abwicklung über Verfügungsmittel erfolgen. Also es sind so viele Dinge bei dem kleinen Betrag, wo es da hingeht, dass ich nicht glaube, dass da handelnde, verantwortungsvolle Menschen jemals können ein größeres Projekt umsetzen. Aber mein Appell, man kann natürlich auch dazu lernen und besser werden, so wie du gesagt hast. Ich hoffe aber, dass das ein Nährboden ist, wo es rasch wieder richtig gemacht wird, weil das verdient sich auch kein Innsbrucker. Und da geht es nicht um 6.000 Euro, es geht auch nicht um 1 Million oder um 10 Millionen. Es geht um die Tatsache, weil es heißt ja auch so schön, wer den Groschen nicht ehrt, ist den Schilling nicht wert. Ich meine, wir haben zwar jetzt die Euro, aber wer im Kleinen das nicht kann, wie soll das jemals einer im Großen kennen? Also bitte, der Bericht sagt sehr viel aus und ich hoffe, dass, wurscht um was es geht, dass das besser wird. Und eines auch noch, und da bin ich jetzt froh, weil das fällt wirklich zu 100% in deine Amtszeit. Da gibt es keine Vorgängerin, die man auf was abschirmen kann. Es ist deine Amtszeit, es ist deine Zuständigkeit, es ist deine Beauftragung, es ist deine Büroleiterin, es sind deine Leute. Und bitte handel das nächste Mal richtig und schieb nicht immer alles auf die Vergangenheit, weil ich weiß, dass du auch gerne im Haus der Musik bist. Das ist auch ein Projekt der Vergangenheit. Dann darfst du auch in der Gegenwart und in der Zukunft nicht mehr hingehen, weil man kann ja nicht darüber sagen, die Vergangenheit. Gell? Danke.